Weiter geht's mit Railway Empire. Und wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und hatten noch keine Gleissignale gebaut. Und wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Und auch hier, niedriger Zugstand. Wieso hat der denn andauernd eine Panne? Ach, wir haben hier kein Wartungsgebäude drin. Ah, Mist. Dann machen wir das am besten hier drin. Ja, das war jetzt wirklich ein doofer Fehler. Das war wirklich ein doofer Fehler. Okay. Also. Dann gehen wir hier hin und werden erstmal die Signale bauen. Wir nehmen wieder Rechtsverkehr. Hier geht's lang. So, und dann haben wir ein Signal. Einmal da rein, bitte. Moment, da müssen wir hier anfangen und das müssen wir einmal drehen. So, das müsste jetzt eigentlich die richtige Richtung sein, genau. Und dann hier vorne. Auch nochmal, dass wir da nicht rein dürfen. Zack. Okay, dann kommt hier hinten. Da hattet ihr mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass das sicherer ist. Ein Versorgungsturm hin als quasi als erster Anhaltepunkt quasi. Und dann machen wir noch ein paar Signale, dass wir hier noch ein paar Ecken haben. Und da nochmal eins hin. Und die Strecke ist ganz schön lang. Hätte ich gar nicht gedacht. So, da auch noch welche. Und da kommen auch noch welche hin. Und das passt. Ich würde tatsächlich... Ah, das macht, glaube ich, bei dem Spiel keinen Sinn, dass wir dann Block setzen, so ein Signal setzen. Wir haben ja diese Blocktechnik nicht hier in dem Spiel. Ne, dann lassen wir das. Dann soll er lieber bis nach da vorfahren. Okay. Ein Marktschreier. Oh, das ist tatsächlich mal wichtig. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Was kann der denn? Bewirbt die Möglichkeit deiner Züge und erhöht für 12 Monate das Post- und Passagieraufkommen. Wow. Ja, auf jeden Fall. 360. Nee, ah, der kostet aber 60.000. Wir machen das trotzdem. Sicherheit, Komfort. Ich denke, die Sicherheit ist etwas, was er bei uns gerne bewerben soll. So, und dann nehmen wir bei der Forschung den Funkempfänger. Da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Passt. Und jetzt, wo wir die Strecke fertig gebaut haben, gucken wir uns erstmal hier den Lokschuppen an. Das ist mir natürlich auch wichtig. Und das ist die Limmat. Unser neues Flaggschiff beim... entschuldigt bitte. Beim Frachtverkehr. Guckt euch das traumhafte Ding mal an. Ist das schick? 1841 sind wir mit solchen Dingen gefahren. Ah, herrlich. Und dazu im Vergleich unsere aktuell schnellste Lok. Man hört direkt den Vergleich. Nicht kräftig, aber irgendwie mit viel mehr Geschwindigkeit stößt der Dampf da raus. Und bei der guten Limmat ist das ein kräftiges, tiefes Brummen, was gut die Power der Lok unterstreicht. Ah, herrlich. Sehr gut. Sehr schönes Ding. Okay, wir waren aber noch nicht ganz fertig tatsächlich. Wir wollen ja mit unseren Zügen natürlich auch in die Richtung. Und da sollten wir auch, und jetzt bin ich echt gespannt, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen reißen wir die hier nochmal ab. Und ich möchte natürlich auch hierhin auch die Signale reißen wir ab. So. Jetzt gehen wir, würde ich sagen, von hier nach dort. Sollte hoffentlich passen. Jetzt muss ich mal gucken. Also wir wollen, Rechtsverkehr muss nach dort gehen. Genau. Das passt. Und der muss nach
Nee, nach da bitte. Sehr gut. Ja, wunderbar. Okay, dann Gleissignale. Also, Signale. Wir wollen auf jeden Fall. Also die Richtung passen ja schon mal. Dann sollten wir auf jeden Fall einmal davor anhalten. Einmal hier müssen wir anhalten. Einmal müssen wir dort anhalten. Da haben wir das schon. Und dann machen wir auch die Signale weg hier. So, er muss auch dort anhalten im Falle des Falles. So, jetzt gucken wir mal. Er sieht, der Zug ist frei. Fährt hier rein, fährt dahin und muss da anhalten. Das Ding machen wir weg. Da blockiert er nur alles mit. Da gibt es hinterher noch einen Deadlock. Das passt. Da ist dort einer. Er fährt dann also durch. Okay, sollte hoffentlich passen. Die Frage ist, brauchen wir hier beim Rausfahren Signale? Ich würde sagen nicht. Hier eventuell. Die Ecke ist ein bisschen zu lang. Hier sollten wir ein Signal hier vorne hinsetzen, damit wir das in einem Block ab, damit wir das abteilen und das. Die Frage ist, ob wir hier vorne nochmal eins hinsetzen. Ne, wir lassen das erstmal so. Wir lassen das so, wunderbar. Dann kann ich hier reinfahren und dann weiterfahren nach Magdeburg. Sehr gut. So. Dann weiter geht's und jetzt kaufen wir uns erstmal eine Lokomotive und schließen die an. Beziehungsweise wir schauen mal, was wir für schöne Loks haben. Ich hätte gerne den Personenzug Berlin-Stettin, Stettin-Leipzig. Ja, das ist doch der richtige. Hier können wir mal gucken. Der sitzt in Brandenburg. Zug verwalten. Machen wir ihn. Zuglinie einrichten. Also, er fährt von Berlin nach Brandenburg, nach Magdeburg, nach Leipzig. Und nach Leipzig fügen wir Dresden mit ein. So, das heißt, nach Dresden möchte ich aber auch nochmal nach Leipzig fahren. Und an den beiden Positionen nehmen wir bitte nur Passagiere und Post mit. Wunderbar. Das bestätigen wir und dann ist er auch angeschlossen. Top. Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir eigentlich die Zugstrecke hier mal klonen. Ich weiß gar nicht, die bringt uns hier, Stettin-Leipzig bringt 12.000. Zug verwalten, Zuglinie einrichten. Das klonen wir direkt mal. Preis 25.000, Le Continent. Wunderbar. Wartet auf ein freies Gleis. Das sollte passen. Okay. Und dann wird losgedampft. Sehr schön. Dresden wächst. Ja, super. Wunderbar. Das gefällt mir. Haben wir das auch angeschlossen? Und wir gucken mal nach dem Namen. Jetzt haben wir Stettin Leipzig. Und wir müssten jetzt haben irgendwo Stettin Leipzig 2. Dann nennen wir das auf jeden Fall Stettin Leipzig 1. So. Dann haben wir das nämlich auch ein bisschen. So, jetzt haben wir wieder Personal. Ein Lokführer. Wieder Wartung reduziert. Ja, nehmen wir mit. Und ein Wachmann, der bringt Banditenüberfälle auf einen Zug bewirkt 5% höhere Frachtpreise. Ja, den nehmen wir mit. Und dann gehen wir jetzt tatsächlich mal ganz kurz in die Pause. Jetzt müssen wir nämlich nochmal nach den Einnahmen sortieren. Liefert ausschließlich ans Depot. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wer von den Frachtern hat am meisten Einnahmen. Er hier. Dann nehmen wir diesen Zug hier und setzen hier den Wachmann rein.
Jawohl. Und einer der Personenzüge, da können wir hier die Stettin-Route nehmen. Da haben wir die zweite Route dort. Da können wir auch noch einen Lokführer reinsetzen. Den hier nämlich. So. Sehr schön. Weiter geht's. Und das sieht doch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Revolution für die Frachtlokomotive. Baldwin Patent liefert flexible Achslagerung. Die amerikanische Baldwin-Lokomotivwerke haben ein Patent eingereicht, welches ermöglicht, die vorderen Triebachsen einer Lokomotive flexibel zu lagern. Die neue Technik sorgt für eine höhere Spursicherheit der Lokomotive bei vergleichbarer Leistung. Ein entscheidender Vorteil, denn heutzutage legen viele Eisenbahnunternehmen mehr Wert auf die Länge ihres Streckennetzes als auf die Qualität. Nicht so bei uns. Züge ohne Schienen, die Verrückten auf der Welt werden nicht weniger lauschen, als man den Ausführungen Mr. Julius Fern, ein selbsternannter Zukunftsforscher, Visionär. Er postulierte auf den Zukunftstag in London die These, dass es eines Tages Züge geben würde, die ohne Bodenkontakt schweben könnten. Quasi eine Art Hover-Umbau. Ein Hund durchquert die USA. Fliegende Zigarren. Okay. Alles klar. Sehr schön. Okay. So. Nächstes Thema ist der Anschluss von Dresden ans Produktionsnetz, nämlich ans Würstchennetz. Dann können wir nämlich von hier Schweine und Holz nach Dresden liefern. Und das ist eigentlich relativ einfach. Da bauen wir hier einen kleinen Frachtbahnhof hin. Da würde ich, ja, klein oder groß. Was kostet ein großer? Das kostet 300.000. Müssen wir erstmal, da müssen wir echt erstmal ein bisschen Geld für sammeln. Wir lassen das mal alles laufen und gucken erstmal, dass wir hier unsere Strecke ein bisschen optimieren, vielleicht ein paar Züge neu kaufen. Aber wir müssen jetzt echt erstmal ein bisschen Geld einsammeln. So, Forschung. Da wollten wir das Mineralöl haben. So. Und ein Zugbegleiter. 10%? Heidewitzka. Den nehmen wir. Jetzt gucken wir mal, welcher Personenzug am meisten einnimmt. Das ist er. Ich vermute, dass wir hier bereits einen Zugbegleiter drin haben. Einschüchterung. 75.000. Egal, machen wir. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, die Sachen nehmen wir auf jeden Fall mit. Super. Er hat einen Zugbegleiter. Dann gibt es fast überall Zugbegleiter, ne? Dann würde ich sagen, gucken wir mal die Stettin-Leipzig-2-Route. Der sollte keinen Zugbegleiter haben. Wunderbar. Kommt dort rein. Sehr gut. Okay, Reisende. Jetzt können wir übrigens mal gucken, auch nach den Preisen. Losgefahrene Passagiere noch 0. Wir fangen mal von vorne an. Also hier losgefahrene Passagiere, ankommende Passagiere, Stettin. Und vom Preis her sieht es gut aus. Berlin. Umgestiegene Passagiere 48. Das sieht auch gut aus. Vom Preis her. Würde ihnen, das Problem ist, eine Preissenkung würde mehr Passagiere bedeuten. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher bei der Auslastung. 75? Okay, das können wir, würde ich sagen, ein bisschen runtersetzen. Hier sind es nämlich relativ wenig Passagiere. 97 und dann 79. Okay, hier gehen wir mal einen runter. 79 kann ich mitleben. Okay, alles klar, passt. Jetzt sind wir bei 800.000. Das gefällt mir. Dann können wir jetzt tatsächlich unser Warendepot bauen. Das große bitte plus Stellwerk. Und das kommt einmal dorthin. Warendepots werden in der Nähe der Stadt gebaut. Ah, das ist zu uneben, oder? Das kann sein. Dann bauen wir es in dahin. Zack, einmal dahin. Wunderbar.
Und dann werden wir hier dieses Warendepot auf jeden Fall auch anschließen. Und da können wir jetzt direkt, durchgehen und einfach hier quasi eine kleine Strecke bauen. Anschlussprämie bis zum 17. Januar. Wer muss angeschlossen werden? Ach, um Gottes Willen, die muss nach Rostock, ne? Ja, das machen wir ein anderes Mal. Mal gucken, ob wir das schaffen. Jetzt ist mir hier unten der Teil erstmal wichtiger. Und hier bauen wir jetzt unsere Zugstrecke. Einmal, das ist relativ easy, einmal dahin. Und einmal dahin. So. Und ich würde tatsächlich sagen, hier in die Mitte machen wir noch einen Versorgungsturm. Und dort können sie dann einmal anhalten und tanken. So, wunderbar. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, welcher Zug... Ah, schaut mal, hier kommt direkt Stettin-Leipzig ist auf dem Weg den Fluss entlang. Und da fahren wir jetzt mit und schauen uns mal unsere neue Zugstrecke an. Da bin ich sehr gespannt. Einmal zur linken Seite und wenn Sie links rausgucken, sehen Sie einen Fluss. Oh, ist das toll. Okay, hier müssen wir natürlich aufpassen bei... Hochwasser. Ach, hier ist kein Problem. Hier haben wir ein bisschen höher gebaut. Instinktiv richtig gemacht. Wunderbar. Oh, ist das herrlich. Schön hier an dem Fluss entlang. Oh, toll. Hinten die Berge. Oh, ist das ein tolles Panorama. Hier der Fluss. Hinten die Berge. Und am Horizont sehen wir langsam, wie wir in Richtung Dresden fahren. Ne, Leipzig, Dresden. Dresden müsste das sein. Oh, ist das toll. Ach, herrlich. So, Wasser bitte und Kohle. Einmal nachfüllen. Hallo, Gregor Simon. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich mag das Spiel auch. Absolut. Das ist ein echt tolles Spiel. Weiter geht's. Ah, schön. Und vor allem dieser Ausblick hier, da hinten. Und da hinten ist das Elbsandsteingebirge, echt. Ach, herrlich. Wir gucken nochmal nach links. Sehen wir die Elbe noch? Ah, nee. Leider nicht. Also, ich meine, das ist ja, sieht ja schon hier auf diesem, in diesem Spiel toll aus, ne? Ach, herrlich. Super, ich könnte die ganze Zeit nur mit unserem Zug hier hin und her fahren. Das ist so schön. Okay, jetzt aber Butter bei den Fische. Wir brauchen hier hinten Waren. Wir wollen hier, lagern einmal Weizen. Nein, einmal Schweinchen bitte. Und Holz. So. Und dann werden wir einen Zug kaufen. Lassen wir hier losfahren. Und lassen wir nach dort fahren. Und das wird ein Frachtlok. Oder ein Frachtlok werden. Und jetzt ist die Frage, was wir da für eine tolle Lokomotive haben. Keine Lok gewählt, ja. Das sollte ich vielleicht zuerst machen. Wir haben die hier. 48 km/h, kann aber eine Menge ziehen. Die Frage ist, ob wir das brauchen. Ich glaube, es macht mehr Sinn, ne? Weil die Strecke so kurz ist. Dann nehmen wir lieber die hier. Und die Linie einmal von dort. Einmal dahin. Und ja, du kannst eigentlich alles mitnehmen, ne? Holz und Schweinchen. Minimalbeladung bitte 4. Und nur Fracht bitte. Und ab geht's. So, wartet auf ein freies Gleis. Wir können hier an 4 Gleisen stehen. Das sollte wohl hoffentlich kein Problem sein. Okay, das wird dorthin geliefert. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ob dieses Depot auch alles hat. Ja, wird auch alles. Ich bin mir echt nicht sicher, ob der Zug hier, der liefert echt nur Holz, ne? Haben die echt so einen Bedarf hier an Holz in Leipzig?
Was haben wir denn hier? Das Würstchenlager ist voll. Die haben echt, das ist ja Wahnsinn. Die verbrauchen ja echt ziemlich viel Holz. Okay, ja, gut, ist dann so. Das Würstellager ist voll. Das ist uns in dem Fall tatsächlich egal, weil dieses Unternehmen hier nicht uns gehört. Aber ich glaube... Ernsthaft, du schickst dir wieder Holz mit zurück? Ach, Scheibenkleister. Oh, Zuglinie einrichten. So, von Leipzig bitte... Nichts mitnehmen. So. Kein Holz, keine Schweinchen. Nach Leipzig. Aus Leipzig nehmt ihr bitte nichts mit. So. Bestätigen. Ah, das ist ein ärgerlicher Fehler. Das müssen wir hier auch noch machen bei dem. Okay, bei ihm geht's. Och, guck mal, wie niedlich. Ach, wie süß. Und er lädt jetzt hier sich voll. Okay, das können wir bei ihm auch gleich machen. Ich frage mich, warum der echt immer wieder Holz mit zurücknimmt. Das machen wir bei ihm aber auch gleich. Einmal verwalten, bitte. Und dann werden wir auch das Warendepot 3. Er soll von hier nichts mitnehmen. Bitte sperren. Keine Waggons. Du sollst nur von hier bitte Holz und Schweinchen mitnehmen. Passt. Wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch. Und das, ich weiß nicht warum, aber der liefert echt die ganze Zeit einfach ganz stumpf die Würstel von links nach rechts, nach links nach rechts. Na gut. So, gucken wir uns mal das Zugpersonal an. Naomi Schulz. 10% mehr Kohle von den Passagieren nehmen wir. Und ein Zugbegleiter. Auch 10%. Ja, stellen wir beide ein. Gucken wir mal, wo wir entsprechende Strecken dafür haben. Ich hoffe, wir haben überhaupt noch welche. Ich kann sein, dass wir schon überall Zugbegleiter haben. Hier fehlt noch einer. Da können wir einen Zugbegleiter einstellen. Hier nehmen wir mal die dominante Dame. Und jetzt gucke ich mal, ob wir noch irgendwo anders eine haben. Nein. Weizen. Gut, das macht hier keinen Sinn. Eventuell ein Wachmann. 5% höhere Frachtpreise. Na. Der kommt ja wie gerufen. Den können wir nämlich hier einsetzen. Zugbegleiter brauchen wir nicht. Ich hätte gerne den Wachmann. Ihn hier. Sehr schön. Erpressung. Dein Unternehmen hat einen Erpresserbrief erhalten. Wenn du nicht sofort 187.000 bezahlst, wird einer deiner Betriebe des Typs Getreide sabotiert. Wenn ich nicht sofort bezahle. Ja, wir machen das. Keine Lust auf Stress. So, jetzt gucken wir mal, ob wir überall Zugbegleiter drin haben. Hier haben wir welche drin. Dort, dort, dort. Personen sind alle drin. Wir sortieren mal nach Name. Unsere Ps. Stettin, Leipzig. Ist eine relativ lange Route, ne? Von da oben. Ist alles bisher mit dran. Haben wir zwei Stück. Ich frage mich, wieso der noch kein Geld verdient. Bilanz pro Monat 0? Okay. Aktueller Wert 23.000. Ne, der macht genug Geld. Ich vermute, der ist immer voll, ne? Komm, wir klonen das Ding nochmal. Ich glaube, Stettin Leipzig ist eine Goldgrube. Die fährt ja auch alles an. Na gut, nach hier oben ist es nicht so effektiv. Vor allen Dingen, unsere Strecke ist auch schon ziemlich ausgelastet. Ne, wir machen das nicht. Wir behalten uns den erstmal in der Hinterhand und gucken, dass wir den auf einer anderen Strecke dann einsetzen. Okay. Passt. Gut. Ein Werber, wo wir gerade beim Thema sind. Durch das freundliche Auftreten, das ist er. Das wollten wir nicht. Der Werber kann in allen Städten eingesetzt werden und lockt in den nächsten 6 Monaten mit Werbung und Geschenken eine große Zahl neuer Bürger an. Hinweis: Wird der Werber in einer schrumpfenden Stadt eingesetzt, ist er weniger effizient.
Das können wir gerne machen. Und jetzt ist die Frage, Moment, jetzt gucken wir erstmal nach der Stadt. Ich würde ihn tatsächlich gerne in Berlin einsetzen. Frage ist, steigt die Stadt oder wird sie kleiner? Ich würde sagen, potenziell wird die Stadt größer. Wir schicken den nach Berlin. So, einmal ihn bitte. Nach Berlin. Okay, damit haben wir einen Werber in Berlin. Und für die YouTube-Aufzeichnung mache ich einen Cut. Da sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut.